Schubleiter? Klar. Horizontalstabilisator? Klar. Ionendüsen? Scheint, als hätten wir Rückenwind. Mit gutem Timing könnten wir im Windschatten des Gravizugs am Verkehr vorbei, den Magnogreifer an die Fußgängerbrücke heften und mit dem Schwunghaken... Ratchet. Die Düsen sind fit, Clank. Schau. Kein Problem, da ist bestimmt nur eine Leitung verstopft. Da kommt eine Nachricht von Captain Quark. Ratchet? Clank, ich habe hier ein paar Problemchen im Planetensicherheitszentrum. Nichts, was mich überfordert. Nur ein paar tausend schwer bewaffnete Kampfroboter. Ich dachte einfach, falls ihr in der Nähe seid... Halt, ich bin so schön zum Sterben. Schwer bewaffnete Kampfroboter? Wann sind sie das mal nicht? Bist du sicher, dass jetzt alles funktioniert? Mach dir keinen Kopf. Planetensicherheitszentrum... Alles klar? Vorsicht! Wo willst du hin? Ist eine Abkürzung! Vertrau mir! Ratchet, Vorsicht! Oh, siehst du? Sack! Dann müssen wir wohl laufen. Gut, dass ich mein neues Navi habe. Ein sehr schönes Navi, muss ich ehrlich gestehen. So, jetzt schieße ich mal da hinten. Ah ja, der Gegner kaputt. Ah ja, die sterben. Und damit wünsche ich euch, wie versprochen, in meinem Jahresankündigungsrückblick-Video, habe ich das ja mehr oder weniger, wie gesagt, schon versprochen, wünsche ich euch ein herzliches Hallo zu Ratchet & Clank Tools of Destruction. Zwar jetzt mit etwas Verspätung, aber besser spät als nie, würde ich mal so meinen. Ich habe den Vorgänger, also den Teil 3, na gut, es gab da zwischendrin, wurden, glaube ich, die Rechte an eine andere Firma verkauft und hin und her. Da bin ich nicht so ganz informiert, aber da gab es noch einige zwischendrin. Die habe ich auch alle, aber ich finde die irgendwie... Die sind nicht so normale Ratchet & Clanks. Zum Beispiel beim einen gibt's Rüstungsteile, die findet man und vereinzelt, also so Handschuhe und so. Und beim anderen, das ist, glaub, Ratchet, der Geheimagent. Und das ist sowas von schlecht, dieses Spiel. Aber dann wurde's, glaub ich, wieder zurückgegeben, die Rechte. Und jetzt, gibt's an sich, ich nenne es einfach den vierten Teil von Ratchet & Clank und ja, ich überbrücke eigentlich nur die Zeit, weil ich nicht wirklich weiß, was ich erzählen soll, wenn ich diese kleinen, ekelhaften Frösche da kaputt mache. Hui. Warte mal, da muss ich gleich mal was ändern. Inventar, nein, das war es nicht. Adapter, ja, hier, zack. Ich hätte gern den Düsenrucksack-Clank. Der ist nämlich viel geiler. Wie ich es vermisst habe, Bowls zu sammeln. Ich probiere jetzt einfach mal was aus. Also sprich, ich spiele dieses Spiel. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß ja noch nicht, wie es dann im Schnitt aussieht. Ich versuche mal, dieses Spiel etwas anders als normalerweise zu spielen. Also sprich, einfach mehr wegzuschneiden. Wieso kommt dieses Let's Play jetzt nicht direkt am Anfang des Jahres, sondern erst so spät? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich hatte Probleme, das Ganze aufzunehmen. Ich habe die ersten drei Folgen schon mal aufgenommen. Also ich kenne jetzt eigentlich alles, was passiert. Da hat es aber ultra geleckt. Also ich konnte so gut wie gar nicht spielen. Und deswegen musste ich jetzt an meinem Aufnahmeprogramm etwas rumfeilen. Und jetzt läuft alles schön flüssig. Und das ist doch die Hauptsache. Oh Gott. Züge. Nut, nut. Oh, guck mal sein Gesicht, oh wie süß. Oh cool, ich kann mit meinem Controller lenken. Alles ganz ruhig. Wo ist Quark?
Planetensicherheitszentrum ist derzeit nicht besetzt. Bitte drücken Sie die Zahl, die Ihren Notfall am besten beschreibt. Bei einem Angriff radioaktiver Ameroiden drücken Sie 1. Wurden Sie von einem mutierten Raumal verschluckt, drücken Sie 2. Wird Ihre Stadt von einer tödlichen Weltraumarmada attackiert, drücken Sie 3. Es sieht ganz so aus, als hätten sie es auf dich abgesehen. Ach echt? Wie ich zu diesem Spiel komme, ist auch eine kleine, schöne Geschichte so am Rande mal. Ich habe das mir vor, lasst mich nicht lügen, so 3-4 Jahren gekauft, als ich so voll im Ratchet & Clank-Fieber war. Ich hatte gerade den dritten Teil hinter mir, habe mir dann dieses Spiel gekauft und hab's angefangen zu spielen. Hab's aber aus, ich weiß echt nicht mehr den Grund, hab's aber nie zu Ende gespielt. Und dann dachte ich mir, wenn ich es noch nie zu Ende gespielt habe, dann könnte ich es doch einfach mal in einem Let's Play zu Ende spielen. Vor allem, weil ich ja die ersten 3 Teile auf meinem Kanal schon hochgeladen habe, also schon mal gespielt habe. Dann passt das doch super duper. Percival? Imperator! Zieh die Krone! Zieh das Zepter! Den riesigen Thron auf meinen und das Heer treuer Roboterscherben! Imperator! Nicht, dass ein Fellknäuel wie du das zu schätzen wüsste. Was ist das? Ha, welch primitiver Robotergefährte! Und ihr Lombaxe wart früher so berühmte Techniker. Sei lieber nicht zu vorlaut. Er hat photomorphische Blaster an jedem Finger. Ich habe kein Problem mit dem Volk dieses altmodischen Planeten, nur mit dir. Schick deinen Killerbot fort und gestatte uns, dich zu erledigen. Dann kommt niemand sonst zu Schaden. Klingt gut. Bitte sehr. Autopilot aktiviert. Wow! Festhalten, Clank! Überraumturbinen ein. Starte Kälteschlaf. Kälteschlaf? Nein, nein, nein. Auf keinen Fall werde ich. So ein Glück, dass Kälteschlaf bei Robotern nicht wirkt. Mir geht's gut. Wo sind wir? Keine Ahnung. Dem Schiff muss unterwegs der Sprit ausgegangen sein. Okay, wir müssen ein anderes Schiff finden und zurück nach Kerber. Okay, wir sind auf irgendeinem primitiven Planeten gestrandet und kämpfen uns jetzt durch die Wildnis, nehme ich an. Was war denn das für ein kleiner, größenwahnsinniger Imperator? Und was ist hier? Oh, da gehe ich unter. Da unten sind sau viele Kisten. Warum sagt das mir keiner? Okay, was war das gerade? Wolltet ihr mir einfach nur Angst machen? Oh, ja, wie geil. Das sieht jetzt aber aus wie ein Boss-Arena. Sag ich doch.
Mit was schieße ich denn? Alter, ich habe gar keine Munition mehr. Was geht ab? Stier, oh. Das ist ja fast wie der Enderdrache. In Minecraft. So, jetzt. Brenne. Stirb. Oh, er ist so gut wie tot. Hallo? Stirb doch endlich. Platz. Ach, wie süß. Ein Raumhafen. Und wer ist denn das? Ein komischer Typ, der auf uns wartet scheinbar. Guten Tag. Gib bloß nicht mir die Schuld, du nichtsnutzige Kerschuschwalbe. Du solltest auf die Gel-Anzeige achten. Oh, auf den Papagei. Immer auf den Papagei. Ist alles in Ordnung, Sir? Oh, imperiale Spione. Versteck ihre Leichen. Oh, bitte beachtet meinen Freund nicht. Wir sind nur zwei einfache Schmuggler. Immer gejagt und verfolgt, wohin wir auch gehen. Die Imperialen haben die Gelatoniumfabrik des Planeten stillgelegt. Sie suchen wohl nach jemandem. Wir sind auch irgendwie hier gestrandet. Unser Schiff ist abgestürzt. Oh, töte sie! Verkauf ihre Nieren! Gestrandet? Also, ich sag dir was. Wir machen ein kleines Geschäft. Ihr bringt die Gelpumpen zum Laufen und wir besorgen ein Schiff für euch. Hier, nimm diesen Gelanator. Oh, cool, ein Generator. Wie geht's? Wie steht's? Wie ist die Lage, Sportsfreund? Geräte sind spezielle Kampfgegenstände. Sehr praktisch, wenn's drauf ankommt. Komm, schau doch mal rein und wirf einen Blick darauf. Was ist das für ein hässlicher Typ? Okay, ich kauf einfach mal voll und schau mal, was das mir bringt. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Ich bin der Klempner, ich soll die Fabrik wieder zum Laufen bringen. Was ist denn das hier? Ah, Generator. Ich kann hier so komische Boings-Kissen hinmachen und dann kann ich da drauf hüpfen. Oh, wie toll. Oh, Alter, zwei fucking Kisten. Wie geil. Oh, ja. Und die Maschinen fangen an, sich zu drehen. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Und da ist ein Goldbolt. Ah, oh, den will ich. Ah, oh, bitte. Ratchet, gehen wir zum Schmuggler. Er hat versprochen, uns mitzunehmen. Du bist mir ja einer. Freund, du bist auf Kobalia, dem Gelzentrum der Polaris-Galaxie. Naja. Das war es jedenfalls, bis Imperator Tachyon die Fabrik geschlossen hat. Dieser Zwerg, das ist alles sehr geheimnisvoll. Also, es heißt, dass er im Verdigre-Sektor aus einer Art gefrorenem Krakmiten-Eizapfen geschlüpft ist. Komm ihm nicht zu nahe. Er hat so eine Art Lombax-Allergie. Sie bringen Bolts aufs Konto. Pass auf. Es gibt da draußen Kreaturen. Die größeren von ihnen tragen eine Leviathan-Seele in sich. Ich jage sie, sammle die Seelen und verkaufe sie. Also vergiss nicht. Wenn du Seelen findest, dann bringe sie mir hierher, klar? Ich zahle einen fairen Preis. Hey, ich kann euch bis das Stratos City bringen. Wie wär's? Nein, danke, noch nicht. Geht klar, wie du meinst. Komm her, wenn du soweit bist. Was gibt's denn hier? 3000 Bolts! Oh, die will ich. Die will ich. Was ist das hier hinten? Kann ich da irgendwie... Muss ich da irgendwie aufpassen? Guten Tag, na? Na, wie geht's dir? Ich hätte gern deine Seele. Dankeschön. Platz. Ach, wie süß. Oh, das sind zwei Kisten. Oh. Ja, ich hab 3000. Yay, yeah, ich kann mir die Rüstung leisten. Boah, ich sehe richtig krass aus. Bam! Auf in die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Und die Polaris-Galaxie gehört komplett Tachyon? Ja,
Komisch, was? Der einzige Kadmit, den sie verschont haben, unterdrückt jetzt die ganze Galaxie. Wer sind Sie? Sie? Machst du Witze? Die Lombaxe haben vor Jahren alle Kadmiten pulverisiert. Von ihrem Planeten war nichts weiter übrig als ein Häufchen Staub. Oh, Ehre, den Lombaxen! Oh, Retter des Universums! Transportschiff, aufgepasst. Der Bioscan zeigt eine Lombax-Lebensform auf ihrem Schiff an. Bereit zur sofortigen Zerstörung. Oh, raus mit dem Lombax! Mache nur Ärger! Mache nur Ärger! Sir, vielleicht sollten wir Ballast abwerfen. Dann wären wir schneller und könnten entkommen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Das war doch irgendwo klar. Okay, dann würde ich sagen, bewertet die Folge und wir sehen uns vielleicht der nächsten Folge. Haut rein, habt noch einen schönen Abend. Cheerio!